Ich sitze jetzt mit Tour. Schön, dass du da bist, Tour. Du bist den meisten wahrscheinlich eher ein Begriff wegen der Orsons, aber du hast natürlich auch ein umfangreiches Solowerk, das du jetzt in deiner Kosmos-Box auch umfangreich präsentierst. Außer einem Album, was es nicht reingeschafft hat, nämlich das Nachtalbum, was 2005 in der Royal Bunker Street Offensive rausgekommen ist. Für einen Zehner im Slim Case konnte man es damals, glaube ich, im Corner Store kaufen. Ja, ich habe damals die Royal Bunker, also auf der Royal Bunker Seite noch Songs runtergeladen. Das war so vieles mit Wasser und so. Wow. Habe es dann auch gekauft und war total begeistert von dem Album. Deshalb ist es für mich natürlich eine Frage, du hast es bei Facebook zwar auch schon geschrieben, warum es nicht in der Box drin ist. Ja. Also der Ansatz von dieser Box war sozusagen das Ganze, was Tua ist, was ich bin als Solokünstler, also quasi mal darzulegen, so, weißt du, meinen ganzen Back-Katalog einfach mal verfügbar zu machen, dass man nicht mehr danach suchen muss, bis zum geht nicht mehr auf YouTube und irgendwelchen finsteren ehemaligen Mega-Upload-Seiten und sowas. Und was ich abbilden wollte, war halt mein ganzes Schaffen, mit dem ich aber auch natürlich zufrieden bin, so, weißt du. Und Nacht, das ist stellenweise okay, und da war ich halt aber auch teilweise dann einfach 16, als ich da Sachen gemacht habe. Und dann schien mir das irgendwie überholt. Und dann habe ich gesagt, hey, ich für die Leute, die das ganz alte Zeug interessiert, wie dich auch, schön, dass es euch auch noch gibt. Für die das kann man dann umsonst nochmal runterladen, kann man ja bis jetzt auch. Und ansonsten wollte ich halt das Abbild schaffen von dem, was ich denke, was für mich relevant ist. Also ich sehe auch, dass das jetzt im krassen Kontrast zu dem steht, was du heutzutage machst. Also zwischen 16 und 19 hast du ja, glaube ich, alles produziert, größtenteils, glaube ich, selbst produziert oder komplett selbst produziert. Ja, komplett, echt. Und wie hast du das damals, also so in der Retrospektive, hättest du damals gedacht, dass du so lange als Musiker auch in der Öffentlichkeit aktiv sein wirst? Weil wenn du jetzt im Nachhinein sagst, so zufrieden bist du mit allem gar nicht gewesen eigentlich? Ja, ich habe natürlich die Hoffnung gehabt, damals noch in Kinderschuhen sozusagen, dass ich irgendwie davon leben kann, Musik zu machen und so. Das war damals ja noch Schüler gewesen und so, weißt du. Ich hatte schon die Hoffnung, dass das viele Jahre geht, und ich hatte halt nicht erwartet, dass es dann sowas wie die Orsons gibt oder so, die dann irgendwie zu meinem Hauptzugpferd vor allem finanzieller Natur auch werden würden und die großen Bühnen dann füllen würden, während das Tour-Ding ja bis heute noch so ein Kenner-Ding geblieben ist. Da hatte ich schon andere Ambitionen hin, aber es ist ja nicht aller Tage Ende und es kommt ja auch irgendwann mal ein großes Album, hoffentlich. Das wollte ich auch fragen, weil die Orsons-Reichweite steht natürlich im krassen Gegensatz zu dem gefeierten Kritikerliebling Tour, weil die ja deine Alben und EPs werden ja immer positiv besprochen, aber machen wir uns nichts vor, es sind halt wesentlich weniger Leute, die es hören. Ne? Ärgert dich das manchmal? Ich würde mir wünschen natürlich, dass es mehr Gehör findet. Aber ich weiß auch, was ich da mache und in welchem Land ich das mache. Und ich bin mal so frei zu sagen, dass der deutsche Mainstream-Geschmack ein Haufen Scheiße ist. Und ganz unabhängig von mir, es hat gar nichts damit zu tun, ob man mich jetzt gut finden muss oder nicht. Es ist einfach krasse Finsternis. Unsere Radiolandschaft ist schrecklich. Es ist schlimm so. Natürlich gibt es Ausnahmen. Auch da, weißt du, pauschal zu sagen, ist immer schwierig. Aber im Großen und Ganzen bin ich sehr unglücklich, wenn ich Radio anmache. Dann denke ich, wow, echt irgendwie Last Christmas jetzt oder wie. Und entsprechend ist auch der Geschmack der Leute natürlich dann aufgestellt, dass man halt sagt, oh, das klingt jetzt ein bisschen anders, macht es für mich dann schwierig zugänglich. Und man muss natürlich auch sagen, dass ich so ein Künstler bin, weißt du? Leute, die selber kreativ sind, Leute, die selber viel mit Musik zu tun haben, so Fachidioten, ja, die checken das, was ich da machen will und sind da dabei und freuen sich, dass es das gibt. Für Leute, für die Musik ein viel oberflächlicheres Konsumgut ist, was ich auch überhaupt nicht schlecht reden will, weil, ey, Musik ist jedem sein Zugang so, dass die dann Schwierigkeiten haben, sich so einen Kosmos zu erschließen innerhalb eines Songs, der vielleicht auch noch irgendwie 7 Minuten geht und im 7/8-Takt ist, ey, so dann, das kann ich total nachvollziehen und da bin ich keinem böse. Was mich damals auch an dem Nachtalbum so gereizt hat, waren natürlich, dass das halt heute gar nicht mehr so richtig greifbar, die Double-Time-Passagen und vor allem viel Text. Und auch das steht jetzt eigentlich im krassen Gegensatz zu dem, was du aktuell machst. Hast du herausgefunden, dass eventuell weniger manchmal mehr ist, gerade textlich, oder wie kam diese Entwicklung? Du hast es schon gesagt, genau so. Ist das wirklich der Grund? Ja, mein Songwriting hat sich verändert. Ich habe damals nicht Songwriting im klassischen Sinn gemacht, sondern ich habe einfach Rap-Songs gemacht, weißt du? Da macht man einen Refrain und dann macht man irgendwie, muss ich dir ja alles nicht erzählen, kennst du? Und so habe ich damals gearbeitet und dann, wie du sagst, viel Double-Time, viel irgendwie
Wert auch noch darauf gelegt, dass mir das von Rapper-Perspektive so, hey, viel Technik und was weiß ich was alles so. Und das ist dann über die Jahre immer weiter zurückgegangen und hat mich einfach nicht mehr so interessiert. Das ist für mich irgendwie Kunstturnen. Finde ich auch gut, aber ist nicht das, was ich, wonach ich jetzt suche die letzten Jahre. Und da ist, wie du schon gesagt hast, weniger, auf jeden Fall mehr. Ich finde Songs, die gefühlvoll geschrieben sind oder die eine bestimmte Emotion einfangen wollen, die leiden oft daran, dass die Künstler dann fast ein bisschen zu viel sagen, zu viel machen, zu viel wollen. Meiner Meinung nach gerne ein bisschen zurücknehmen und das fragile Konstrukt, was da entsteht, weißt du, manchmal sind es wirklich zwei, drei Worte, die falsch gesetzt sind und man denkt, ah, jetzt kippt es so. Und wenn man es dann genagelt hat, dann kann so ein Song einfach magisch werden. Also ich spreche nur von meinen Lieblingssongs, nicht von mir, sondern irgendwie, weißt du, Musik, die ich liebe, da ist es oft so, dass es halt genau nicht über die Schwelle getextet wurde. Du hast auch die deutsche Rap-Szene mal in einem, ich glaube, Juice Exclusive war das sehr, sehr schön dechiffriert und auch bloßgestellt. Ich weiß gar nicht, welches Jahr das war, aber wo du wirklich zwischen den verschiedenen Flows wechselst und thematisch wechselst, das hat mich auch damals extrem beeindruckt. Dieser Junge hieß das. Dieser Junge, ja, ja. Genau. Wo auch die Beats einfach gerne mal anhören, das ist es auf jeden Fall wert. Ist auch auf dieser Kosmosbox drauf. Das war, genau, es war damals, das dazugehörige Release war, hieß Stille. Da ist das auch drauf. Ach, da ist es drauf? Okay, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, es wäre ein Juice Exclusive gewesen. War auch, aber ist trotzdem drauf gelandet. Ich würde dir gerne zum Schluss noch eine Kundenrezension von Amazon vorlesen zu deinem 2005er Album Nacht eben, weil ich eben beim Recherchieren gemerkt habe, dass es wirklich viele Anhänger davon immer noch gibt und ich die ist aus dem August 2015 sogar direkt. Tour kannte ich schon aus Basquiat-Zeiten, wo er unter anderem an der Seite von Sucuk Ufuk die EP for free veröffentlicht hat. Eine 6 Songs umfassende Gratis-CD, die übers Internet gedownloadet werden konnte. Diese CD hat mich zumindest, was Tour angeht, restlos begeistert, wodurch ich natürlich bei diesem Album hier sofort zugreifen musste. Nur dann geht's weiter, schnelle Reime, Royal Bunker, Nichego, Habibi, das sind so die Anspielstationen, die er empfiehlt. Und die CD ist ihr Geld wert. Und Fazit, wer guten Hip-Hop fernab von Agro Berlin und Co. mag, sollte sich diese CD zumindest einmal anhören. Wenn du das so hörst, glaubst du, dass diese Person dein Schaffen immer noch verfolgt und gut findet? Ja, kann gut sein. Scheint ja jemand zu sein, der irgendwie sich an kleinen idealistischen Dingern aufreibt, der irgendwie Bock auf sowas hat. Kann gut sein, dass er das irgendwie immer noch feiert. Oder vielleicht hat er auch was Fresheres für ihn gefunden. Vielleicht ist er mit reifer geworden. Klingt jedenfalls nach jemandem, der sucht. Macht dich das denn ein bisschen nostalgisch, wenn du sowas hörst? Also gerade auch die Basquiat-Zeiten. Ich kann mir vorstellen, dass viele, vor allem jüngere Fans, das einfach auch gar nicht mehr kennen, weil es eben lange her ist. Oder ist das so, dass es abgeschlossen und das ist alles cool, wie es jetzt ist? Ja, also BQ gibt's ja noch. Das sind ja immer noch ganz viele Freunde von mir, die auch weiterhin ihr Ding machen. Das kann ich auch nur empfehlen. Das ist halt sehr, wo ich ja auch herkomme, sehr streetig. Ziemlich harter, vielleicht schon stellenweise auch Gangster-Rap. So. Und die machen das wirklich gut. Da sind mehrere Jungs, jetzt, die Belegschaft hat sich so geändert. Ich bin ja auch immer noch im Grunde da dabei und Kars auch und so. Wir sind schon immer mal wieder irgendwie. Und da sind noch ein paar Jungs dazugekommen, zum Beispiel Van Damme und Flavor. Die sind unglaubliche Rapper. Also es ist, wenn man wirklich auf Rap steht, das kriegt kein Mensch mit im Moment, leider. Aber es ist, ich immer wieder höre ich Tracks und bin so, oi da, was ist denn da los? So, das ist richtig krass. Und klar, ich mache da auch Features und hänge mit den Jungs auch ab und so. Deswegen nostalgisch in dem Sinn nicht. Nö, das war halt irgendwie damals die Zeit. Und dann habe ich halt gesagt, hey, ich muss irgendwie mein eigenes Ding weiterbringen. Dann kamen die Orsons und dann wurde das alles größer und ging in andere Richtungen auch. Nostalgisch nicht, aber ich bin froh, dass es das gibt und gab. Gut, dann danke ich dir für das Interview und wünsche dir auch viel Erfolg mit deiner Kosmosbox und noch viel Spaß beim Splash. Vielen Dank. Kommt auf meiner Tour vorbei, meine Damen und Herren. Kurze Abmod meinerseits. Klar, mach. September gehe ich auf Tour. Wo findet ihr auf meinem Facebook und bei Chimperator und sonst überall auch? Kosmos Tour heißt das und das wird wild und schön und ich hoffe, ich sehe den einen oder anderen von euch.